Hallo Leute, heute reden wir mal über die Süße, über Manri-Steresiv, steht auch hier unten im Titel, auch wenn ich das Wort leider nicht so gut aussprechen konnte. Aber bevor wir damit anfangen, werde erstmal will ich mich mal bedanken für die letzten paar Videos. Die kamen hier bei euch richtig gut an und wurde von euch auch richtig gut bewertet. Und dann fangen wir jetzt mal an mit der Person und diese Kranken zu sprechen. Diese Person ist auf jeden Fall vererbbar. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel dein Papa diese Erkrankung hat, kann es sein, dass der Sohn bis zu, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Sohn bis zu 20% die Wahrscheinlichkeit hat, dass der die Erkrankung bekommen kann. Aber wenn dazu noch die Mutter von denen auch noch manrepressiv war, also ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Sohn bis zu 50% die Erkrankung hat. Und jetzt kommen wir mal dazu rüber, wenn jetzt die eineigige Zwillinge, sowas gibt es ja auch, wenn zum Beispiel einer davon von den eineigigen Zwillingen die Erkrankung hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere die hat, sogar bis zu 70% angelegt. Einmal dazu. Die Krankheit ist auf jeden Fall sehr heimtückisch. Zum Beispiel allein wie diese große Stimmungsschwankung, die da herrschen tut. Es gibt da eine ruhigere Phase und die wechselt teilweise sofort zu die nächste Phase. Wo diese Stimmungsschwankung extremer wird, bis zum teilweise sehr wütend oder die haben sogar teilweise sogar Realitätsverlust. Das heißt zum Beispiel, wenn der eine zum Beispiel in einem Flugzeug sitzen tut, sage ich mal zum Beispiel, dann kann der zum Beispiel manchmal denken, also riecht von einem Fall, den ich gerade in meinem Video gehört habe. Kann zum Beispiel denke, oder zum Beispiel, oder der denkt, das wäre eine Flugzeug hier, wäre eine Bombe. Aber den nächsten Fall, das ist zum Beispiel die nächste Minute oder so, denkt der, der hätte die Bombe sogar selber. Und das kommt bei mir viel andere Dinge zurück, die sehe Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Kurz gesagt. Wenn der in einen Zustand verfällt. Und wie gesagt, die Stimmungsschwankungen sind sehr, sehr, also teilweise sehr, sehr bei denen übertrieben. Teilweise sehr hoch und teilweise sehr niedrig. Also die Stimmungsschwankungen sind schon richtig extrem. Wenn wir so Menschen zusammenleben tun, muss man auf jeden Fall damit klarkommen, dass man auf jeden Fall seine Krankheit mehr versteht. Und das wird bei so Menschen leider nicht einfach. Das kann man so vorstellen, ob man mit einem Borderliner zusammen ist, ist sie ja so ähnlich. Die haben auch teilweise solche Verhalteweise. Aber kann man nicht mit dieser anderen Krankheit, die ich jetzt erkläre, vergleichen. Nur was die Sache anbelangt, die Stimmungsschwankungen. Das wird teilweise mit dieser Krankheit sehr, sehr schwer ausgeprägt. Und kommen wir mal jetzt dazu, was für Möglichkeiten geben tut, für diese Krankheit am besten zu regulieren. Vom ersten gibt es einen Teil, die Leute, die werden ja in Psychiatrie oder in Klinik behandelt. Es gibt aber einen kleinen Teil, die werden zu Hause behandelt, von Psychologe, von anderen Ärzten. Oder ein ganz kleiner Teil zum Beispiel wird gar nicht behandelt. Es gibt auch unterschiedliche Abstufungen, zum Beispiel leichte Fälle, die man das zum Beispiel kaum anmerken tut und tritt dann nur ganz selten auf bei den leichten Fällen. Es gibt aber auch Fälle, die sind schon deutlich stärker wie die andere Fälle zum Beispiel. Und deswegen kann zum Beispiel sein, dass einer nicht behandelt wird,
das vielleicht auch gar nicht, wie man sage. Deswegen so, also ich bin niemals in die Klinik, wie so etwas kommt, sondern eher der Hausarzt und Psychologe sich darum kümmern tut. Aber ein anderer Fall, der etwas härter zum Beispiel wäre, also der in die Klinik muss, zum Beispiel Selbstmord und so ein Gedöns oder Selbstverletzung, ist bei dieser Krankheit auf jeden Fall Alltag. Es ist schon ein sehr, sehr hoher Druck da, um sich selber zu verletzen, weil die Krankheit ist so belastet für denjenige, der die HIV hat, dass viele sich selber verletzen tun. Zwar nicht unbedingt alle, aber ich glaube auf jeden Fall einige, die es machen. Oder sich sogar leider das Leben wie diese Krankheit nehmen tut. Ich auf jeden Fall nicht einfach mit dieser Krankheit klarkomme, vorneweg schon mal. In die Klinik zum Beispiel ist der Meister ein Psychologe, mehrmals in der Woche bestimmt, und der gibt dann eine ganze Dosis. Dann gibt es noch einige Tablette und Therapieformen, um das Ganze zu regulieren. Die Tablette gibt es auch, wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause ist, bekommt man zum Beispiel auch von der Hausarzt Tablette verschrieben, und mit die Tablette, die man dann eben täglich einnehmen muss, damit kann man das in den meisten Fällen so regulieren, aber auch erst über Jahre leider, die Krankheit langsam zurückgeht. Und vielleicht über Jahre ist die Krankheit so behandelt, dass man vielleicht keine Tablette mehr haben muss dafür. Aber leider ist das nicht der Regelfall. Leider muss man die Tablette teilweise über Jahre nehmen, bis man zum Beispiel 80 oder so ist. Weil die Krankheit ist sehr, sehr heimtückisch. Es gibt Rügephase und dann wiederum Phase, die extremer sind. So, das ist so groß und ganze die psychische Erkrankung davon. Es gibt zum Beispiel auch, was ich hier noch ansprechen kann, noch viel, viel andere Depressionen, die auch teilweise, sag ich mal, die sind relativ ähnlich. Sind schlecht gelaunt oder so. Sehr, wie gesagt, schlecht gelaunt in erster Linie. Und da gibt es auch wiederum sehr viele Verhaltensweisen, warum oder welche Ursache das zum Beispiel hat. Man kann auch depressiv werden durch zum Beispiel, wenn zum Beispiel irgendwas in die Familie passiert. Die Beispiele wie Borderline zum Beispiel. Borderline ist, sobald ich weiß, nicht vererbbar. Da bin ich mir vielleicht nicht ganz so sicher. Könnt mir ja gerne in die Kommentare aufklären. Auf jeden Fall ist da so, wenn das Kind, sag ich mal, in die Familie, sag ich mal, nicht aufgenommen wird, oder die Mutter, sag ich mal, komisch zu das Kind ist, kann so eine Erkrankung wie Borderline zum Beispiel schon entstehen. Das Ganze beginnt auf jeden Fall im Kindesalter. Und was man da schon sagen kann, weil die ja auch psychisch oder depressiv sind, kann man teilweise erst ab 18 die eigentliche Diagnose festlegen. Und für die andere Erkrankung geht da, glaube ich, auch, dass man die Krankheit eigentlich erst ab 18, sage ich mal, eigentlich festlegen kann, ob derjenige die Krankheit eigentlich hat oder eben nicht. Das Ganze muss dann von der Arzt bestätigt werden, na, viele, viele Untersuchungen, ob der eben diese Erkrankung hat, depressiv oder eben nicht. Man sollte auf jeden Fall ernst nehmen und dann sofort das Ganze richtig untersuchen. Und am besten sofort zu der Hautarzt hingehen, wenn man jetzt denkt, man hat sowas. Und depressiv heißt zum Beispiel nicht, an all die Leute, die ich denke, oh, ich bin mal einen Tag zum Beispiel schlecht gelaunt oder 2 Tage von mir aus, warum auch immer. Wenn die Freundin zum Beispiel Schluss machen tut, ist man depressiv. Nein, das stimmt überhaupt nicht, ist man nicht.
sondern wenn das sich über Jahre oder Woche hinwegzieht, dann ist man das. Nur weil mal einmal im Jahr zum Beispiel 5 Tage schlecht gelaunte, was weiß ever, wenn der Lehrer mich in die Schule zum Beispiel nerven tut oder so, oder mir eine Hausaufgabe geben tut, dann ist das so lange keine Depression oder so, sondern wenn es sich über Woche lang sich durchzieht, wenn man einfach nur sein Bett jeden Tag im Liegen tut oder einfach nicht mehr aus seinem Bett will oder sogar nicht mehr aus seinem Haus raus will, das ist depressiv, wenn er sich über Woche lang zieht. Wollte ich kurz mal erläutern. So, hoffentlich hat euch das Video gefallen, diese Erklärung über diese Krankheit. Und ganz am Ende, die letzten 20 Sekunden, sind hier noch 2 Videos eingeblendet und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Hier meinen Gaming-Kanal könnt ihr abonnieren in dem Bereich hier. Und dann sage ich mal, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Könnt ihr gerne eure Meinung über diese Krankheit, über das Thema hier, gerne in die Kommentare euch breit tun. So, dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, und haut rein.